Es soll Druck ausgeübt werden, auf den Minister hervorragende Generäle rauszuschmeißen. Es soll Druck ausgeübt werden, auf den Bundeskanzler bloß nicht doch den Taurus zu liefern. Offensichtlich hat nämlich Russland vor dem Taurus richtig die Hose voll. Und tragen genau das weiter. Und das ist natürlich der Sinn der Übung, dass in Moskau steht, boah, da wurde jetzt richtig eine heiße Debatte im Bundestag drüber geführt. Meine Damen und Herren, dort, Sie sind der verlängerte Arm von Wladimir Putin. Dort sitzen diejenigen, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass die Ukraine untergeht. Dort sitzen diejenigen, die die sozialen Netzwerke nutzen, um unsere Gesellschaft nach rechts zu drehen. Dort sitzen diejenigen, deren Kollegen in der russischen Botschaft Party machen und ich nehme an, für die Wahl von Putin bereits den Partybus bestellt haben, um dann mit Gegröle nach Moskau zu fahren. Diese Abgeordneten, meine Damen und Herren, die immer großen Wert darauf legen, ehemalige Soldaten gewesen zu sein, die treiben das Spiel Moskaus und prangern deutsche Soldaten an. Schämen sollten sie sich. Sieg! 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 Meine Damen und Herren, in dem Ausschuss, wo es um die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland geht, das interessiert Sie alles nicht. Das interessiert Sie null. Sie interessiert nicht die Sicherheit. Sie interessiert nicht die Demokratie. Sie interessieren sich nicht für Freiheit. Sie interessieren sich für Umsturzgedanken und gruselige Fantasien. Man kann sich es gar nicht vorstellen. Und alle, die auf der Tribüne sitzen, achten Sie genau darauf, meine Damen und Herren. Junge Menschen, die TikTok hören, hören Sie dort nicht hin. Das ist das Ende der Freiheit dieses Landes, wenn Sie diesen Rattenfängern folgen. Meine Damen und Herren, Sie sind Handlanger. Sie sind die Feinde der Freiheit. Und von Ihnen lassen wir uns ganz sicher nicht vorführen. Dafür müssen Sie deutlich früher aufstehen. Wer so einen Scheiß redet, der glaubt auch noch ganz andere Sachen. War das ein Mist? Das kannst du laut sagen. Los! War das ein Mist? Ja, Mist! 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 Mist!